Hallöchen, meine lieben Freunde, der Uwe 100 mal wieder hier mit Metro 2033 Redux, Part... Ich habe leider völlig vergessen, welchen Part wir sind. Ich glaube 25, ich weiß nicht, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel Metro aufgenommen habe, was mir mega viel Spaß bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... es war in der letzten Aufnahmesession auf jeden Fall mega spannend. Wir sind durch die Bibliothek gerannt, haben uns mit Bibliothekaren angelegt und so weiter und so fort. Und ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend. Als wir dann aus der Bibliothek gemeinsam mit den D6 Akten entflohen sind, mit den Dokumenten, wollte ich eigentlich sagen, nicht Akten, entflohen sind, griff uns am Ende noch ein Bibliothekar an. Wir wurden aber gerettet von niemand geringeren als, hier, Miller. Und, ja, wir sind jetzt hier in der Kirche. Das hier ist ein Ranger-Außenposten sozusagen. Und mir gefällt das hier ganz gut. Wir haben uns das letzte Mal im letzten Part auf jeden Fall schon mal gut umgeguckt hier. Haben auch einen Eintrag gefunden, haben uns neue Waffen ausgerüstet. Wir haben die Kalasch 2012 jetzt zum Beispiel anstatt dieser Automatikwaffe, die wir hatten. Ich weiß gar nicht, was für eine Waffe das war. Ähnelte auf jeden Fall eine MP, würde ich sagen, eine MP5 oder sowas. Und ja, wir haben jetzt auch anstatt der Schrotflinte haben wir jetzt ein Snipergewehr, beziehungsweise das Schienengewehr. Und dann haben wir noch unsere Nagelkanone oder Pfeilkanone oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt relativ gut ausgerüstet. Und ja, Miller wird uns jetzt fragen, ob wir bereit sind, um die Reise anzutreten, um D6 zu finden. Wir haben ja jetzt dank den Dokumenten die Karte und alles. Wir wissen jetzt, wo sie ist. Wir wissen allerdings nicht, ob sie funktionstüchtig ist oder viel bringt. Es sind keinerlei anderen Informationen darin enthalten, außer halt eben der Aufenthaltsort. Und ja, wir werden uns da jetzt begeben. Dahin. Bereit? Ich bin diesmal bereit. Ups, was ist denn hier los? Ja, ich bin bereit. Ich wollte mir eigentlich nur die D6-Dokumente angucken nochmal. Ja, ich bin bereit. Bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Sag mir nicht, dass Khan mitgeht. Das wäre ja mal übertrieben geil. Ullmann, Khan, Artyom, Ike und der Miller. Ey, wenn jetzt noch Miller mitgeht. Wenn jetzt alle mitgehen, das wird eine richtig geile Mission, Leute. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Achso, du wirst jetzt gehen? Du kommst also nicht mit uns mit, oder wie? Das ist echt schade. Ich weiß nicht warum, aber Khan ist mir als Person doch recht sympathisch. Er ist zwar so ein bisschen geheimnisvoll und so weiter, aber er ist mir sympathisch. Er ist mir wirklich sympathisch. Ich meine, er hat uns auch geholfen und so weiter. So, dann wollen wir mal. Gibt es jetzt vielleicht nochmal eine kurze Besprechung hier? Oder geht es jetzt hier direkt weiter, oder was? Gut. Wer bist denn du überhaupt? Hallo. Ja, okay, tschüss. So, dann wollen wir uns mal wieder in den Untergrund begeben, denke ich mal. Können wir hier weiter? Hier können wir tatsächlich weiter. Mach mal das Feuerzeug an, wie geht denn das? So. Vielleicht finden wir hier hinten ja was. Was ich nicht glaube. Hätte ja klappen können. Oder auch nicht. So. Ey, wo sind die anderen? Macht langsam, Leute. Ach, da seid ihr ja. Entschuldigung. Das ist das Verlies der alten Kirche. So, Miller. Wie sieht's aus? Wie geht's jetzt weiter? Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Oh yeah. So, Kapitel 6, Leute. Ich habe euch schon einmal gesagt, dass es 7 Kapitel geht. Das heißt, wir sind... dem Ende des Spiels schon mal nahe. Aber, was sage ich hier? Es kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Oh ja. Kommt noch einiges. Die Karte nach führen mehrere Wege zu D6.
Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Mit Artyom stimmt irgendwas nicht. Das habe ich noch überhaupt gar nicht bemerkt. Ja? Gehe weiter. Glaube und gehe weiter. Aber. Um den Himmel zu sehen, die Sonne, und um zu atmen. Artyom! Artyom! Was? Artyom! Ich verstehe nicht richtig. Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artyom, was war das? Das ist eine gute Frage, Alter. Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Ich so langsam auch, weil ich nicht weiß, was mit mir los ist. Schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles so glatt läuft. Achtet auf die Verkehrsseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Ignorieren? Wie kann man das da vorne ignorieren? Feuer! Ich geb Feuer! Ich geb Feuer! Feuer, 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 Feuer. Man sagte mir zwar, ich soll mit Feuer niemals spielen, aber es macht Spaß! Das Problem ist, dass ich gleich nachladen muss. Oh. Ich sollte vielleicht nachladen. Nein! Mich kriegst du nicht! Und du mich auch nicht. Jetzt habe ich hier natürlich ein kleines Problem mit dem Feuer. Runter mit dir. Und auch mit dir. Na, hoffentlich. Er kommt näher! Eine Anomalie! Beeilung! Die Anomalie ist jetzt echt null! Oh oh. Oh oh. Leute! Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich! Das Tor ist auf! Los, los! Gib Gas, Stoff! Scheiße, spring nicht an! Oh oh. Jetzt nicht! Wir müssen weg hier!
Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft. Also, da möchte Herz nicht mehr sein. Noch ein Tor. Na super. Okay, wie geht es jetzt weiter? Ich hätte gern wieder mein Schienengewehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Oh je. Yeah. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Okay. Na dann mal los. Ich warte rein theoretisch nur auf euch, aber ich glaube, sie warten auf mich. Ich nutze das jetzt mal und sehe mich hier um. Und ihr wisst auch warum. Gerade deswegen hier zum Beispiel. Diese Tür kann man nicht öffnen, so wie es aussieht. So, die Anomalie, die ist hoffentlich zerstört oder was auch immer. Ich muss nur ganz kurz gucken. Ich bin so neugierig, ob hier hinten vielleicht doch noch was ist. Sieht aber nicht so aus. Okidoki. So, jetzt Eintrag lesen und dann machen wir hier direkt weiter. So, neuer Eintrag. Dunkler Stern, Eintrag 1. Meine seltsamen Träume gehen weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass es nur Träume sind. Und das ist mir noch nie passiert. Die Träume scheinen eher Visionen zu sein. Und sie werden immer lebhafter, herrschen sogar noch über mein Bewusstsein. Nachdem ich aufgewacht bin, obwohl ich ihre Bedeutung nicht verstehe. Und von Zeit zu Zeit wache ich immer mit demselben heftigen Gefühl aus. Mache ich immer mit demselben heftigen Gefühl aus. Ich glaube, da sollte aufstehen. Der Vorahnung einer Katastrophe. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Eine, die von meinen eigenen Tun ausgelöst wird. Ja, ich bin halt manchmal so verpeilt beim Lesen, ne? Ihr kennt das ja hoffentlich. Okay, wir machen jetzt weiter hier. Okay, Miller, du gehst voraus. Wie schaut's aus? Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Wir kommen jetzt in die Katakomben. Und das hier, Leute. Ich glaube, in den nächsten paar Parts werde ich nicht viel reden. Erstens aus einem Grund, weil ich das gar nicht will. Weil, und das ist auch schon der zweite Grund, das hier ist so ziemlich die geilste Stelle im Spiel, meiner Meinung nach. Also von der Atmosphäre her, das ist der Wahnsinn. Die Atmosphäre hier erdrückt einen fast. Man will hier so schnell wie möglich wieder raus und das finde ich einfach mega geil, okay, dass sie das so gut hinbekommen haben. Machen wir das hier schnell. Ulman, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Okay. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so besser aus, mit in den Geschichtsbüchern zu Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Feldherr. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Das machen wir sofort. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Wir machen das sofort. Ich gucke mich natürlich vorher um. Huch, weil es eben dazugehört. Oh, wir haben keinen Strom. Wie schlau. Ja, das heißt, wir müssen erstmal irgendwo. Ja, von diesem Spinnennetz aus bekommen wir sicherlich keinen Strom. Da, ich weiß ja schon. Da hinten wahrscheinlich. Ich habe es auch schon gesehen gehabt. Ich will aber jetzt erstmal. Kann man hier nicht hoch? Ach, verdammt, schade. Ich habe gedacht, man könnte da hoch und das wäre irgendwas Geheimnis, was ich wahrscheinlich noch nicht gesehen habe. Aber dem ist ja wohl eher nicht so. So, dann gehen wir hier rein. Denn das hier sieht mir stark nach einem alten Generator aus.
So. La 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 la. Ich gucke mich hier um. Das ist doch eine Waffe, ne? Aber wahrscheinlich eine Waffe aus der Vorkriegszeit. Also kann ich die wahrscheinlich nicht nehmen. So. Alles klar. Wollen wir mal den Generator anschmeißen? Super, und er funktioniert auf Anhieb. Das macht einen Generator aus. Was haben wir denn eigentlich hier? Das sieht so aus, als könnte man da rein. Okay, vielleicht doch nicht. Ihr bleibt hoffentlich in euren Netzen hängen und nicht an mir. Oh Gott, da läuft es mir jetzt schon den Buckel runter. So, jetzt da wir Strom haben, müssten wir ja das Tor öffnen können. Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ullmann. Überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Oh nö, nicht jetzt! Wow! Alter, der überlebt aber viel. Alles frei! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir. Du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Entschuldigung, aber ich muss lesen, bevor der Eintrag wieder verschwindet. Hölle, Eintrag 1. Oh, oh, oh. Alles scheint gut zu laufen. Ullmann macht weiter seine Scherze. Miller droht ihm weiterhin mit zusätzlicher Dienstzeit. Das Ziel ist nahe und nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. So sehe ich das auch. Wow! Nochmal eine Welle. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, sauber, sauber. Schnell weiter. Wie wäre es damit, Oberst? Zur Hölle mit dir. Noch ein Komiker. Hör auf zu lachen. Rechts! Aua. Aua. Alter Schwede. Wow, sind das viele. Oh, oh. Alter, sind das viele. Warte mal, von wo sind wir gekommen? Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Sauber, Oberst! Noch ein Angriff! Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Vorwärts! Für das Mutterland! Für das Sterben an Altersschwäche! Ach, halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Wir müssen es schaffen! Links! Links? Ja, natürlich verfolgen sie alle nur mich.
Ich bin ja Artyom, ich bin besonders lecker und ich habe kein Magazin mehr. Okay, okay. Nagelkanone. Bam, 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 bam. Bam. Okay, den hat es erwischt. Aua. So. Okay, die Nagelkanone ist gar nicht mal so übel. Sehr schön. Oh, Pfeile. Pfeile. Alles meins. So, wie sieht's mit dem Druck aus? Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Mich würde eher interessieren, ob ich hier vielleicht jetzt schon einen Eintrag wieder verpasst habe. Ich hoffe es nicht. Vielleicht liegt da hier irgendwo einer rum. Boah, diese Geräusche im Hintergrund. Das ist es, was ich meinte mit der Atmosphäre. Ich halte jetzt einfach mal ein paar Minuten meine Klappe. Ich versuch's zumindest. Los geht's! Oh, Scheiße! Boris, mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Diese gottverdammten Bestien. Okay. Vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay, ein Mann von uns ist tot. Boris hat's erwischt. So, mal gucken, was wir hier so alles finden werden. Noch ein bisschen mehr. Wir sind voll mit... Okay. Da ist natürlich mal wieder ein Eintrag. Wunderschön. Eintrag 2. So, ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht. Und fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feiern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten. Und das hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Konnte meinem Kameraden nicht rechtzeitig helfen, ihn nicht vom Rande des Todes zurückholen. Ich habe diese tapferen Seelen in dieses Abenteuer geführt, das zu ihrem letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeuer auf meine Handflächen sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut beschmiert sind. Naja, Boris hat uns zwar gerade das Leben gerettet, aber ich glaube, er hat sich auch gerade selbst in die Luft gesprengt. Gasmasken auf. Oh, Gasmasken auf. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Oh, scheiße. Ich bin ja schon bei... Alter, ich bin gleich bei 24 Minuten. Leute, ich muss einen Cut machen. Hab die Zeit total vergessen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier mittendrin schneiden muss. Aber, ja. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist der Uwe 100. Bis gleich.